Von mir ist dieser Brunnen. Ich habe mir gedacht, dass es ein Ort ist, an dem auch ein Brunnen sein könnte. Gleichzeitig gehört aber diese Arbeit auch in einen Prozess, in dem ich schon oder in dem ich wie mich befinde im Moment. Es geht um Druck, um die Visualisierung von Entweichen, von Druck. Also ich arbeite sehr gerne mit dieser Irritation, mit dieser kleinen Verschiebung, dass eigentlich gar nicht viel passiert. Aber der Zuschauer weiß eigentlich, etwas ist wie komisch oder irgendetwas stimmt wie nicht. Aber es ist nicht von vornherein klar, bang, da ist was, oder? Sondern es ist wie etwas nicht ganz so, wie es sein sollte. Ja, die Veranstaltungen von Kraut sollen eigentlich jeweils so spontan auftauchen, wie Kraut wächst. Und dann auch wieder verschwinden. Das Setting von heute besteht sicher aus einem bewusst gewählten Kontrast, dass wir Samuel Savensbergers Musik eigentlich auf die Position von zwei Künstlerinnen, die wir in ihrer Arbeit eher als fein, eine eher zurückhaltende Arbeit empfunden haben, und Samuel Savensberger, der mit seiner Musik massive Gebilde aufbaut. Und das ist eigentlich dieser Kontrast, der uns heute ganz bestimmt interessiert hat. Ich finde es wunderbar, dass eben die Kunst nicht in den etablierten Institutionen gezeigt wird, sondern dass hier auch Laufpublikum ist, dass man ins Gespräch kommt mit Menschen, die sonst nicht kunstinteressiert sind.